Ich bin's wieder, die Alex, und heute zeige ich euch, wie ihr diese Locken kreieren könnt mit einem Lockenstab. Und genau, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es war einfach so, dass ich diese Frisur hatte und super viele Fragen dazu bekommen habe. Und deswegen teile ich natürlich gerne, wie ich es gemacht habe. Viel Spaß dabei. Was war das? Viel Spaß. Also, bevor ich mit dem Styling anfange, möchte ich euch ganz schnell zeigen, was ich alles in meine Haare reingemacht habe vorher. Das ist jetzt kein Muss und bei jedem funktioniert wahrscheinlich auch ein bisschen was anderes, aber ich zeige euch jetzt einfach, was ich in diesem Fall benutzt habe. Ich habe meine Haare zuerst gewaschen mit diesem Pantene-Shampoo. Das ist extra für Locken, weil ich auch Naturlocken habe und ich erhoffe mir dadurch ein bisschen mehr Spannkraft, sodass das alles ein bisschen länger hält. Dann, Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Als nächstes habe ich in das Handtuch trockene Haar dieses Elastic Curl Spray reingemacht von Glint. Und anschließend noch drüber, weil doppelt gemoppelt hält besser, diese Malibu Smoothing Cream. Das ist einfach so eine Anti-Frizz-Creme, gibt es natürlich auch von anderen Brands. Weil das Ding bei meinen Haaren immer ist, dass sie sich meistens schön wellen, aber sie so unstrukturiert und spröde werden dann. Und das macht einfach diesen Frizz ein bisschen weg. Oder man kann es auch so leicht oben auf die Ansätze geben, damit diese ganzen Babyhaare, die immer abstehen, ein bisschen gebändigt werden. Und es gibt auch so ein bisschen Pflege. Und weil mir persönlich das immer noch nicht reicht, sprühe ich mir dann noch so Wunderöl von, ist jetzt von Garnier. Ich habe auch noch andere Öle. Ich mache halt immer ganz viel Pflege in die Längen und Spitzen vor allem, damit das alles geschmeidig ist und nicht so spröde aussieht am Ende. Weil ich finde, die Längen und Spitzen sind immer so eine Frage bei Locken. Und die müssen super gepflegt und richtig schön durchfeuchtet sein in dem Fall, damit die am Ende auch immer so diese, ja, damit die Locken schön, ein schönes Ende haben auch. Dann habe ich einen Lockenstab von Braun, Sautin Hair 7. Das sind einfach 24 cm, weil ich habe lange nach einer guten Dicke gesucht, mit der man so schöne beachige Wellen herbekommt, dass man nicht kleine Kringellöckchen, also wie gesagt, nee, 24 mm, ich glaube, ich habe Zentimeter gesagt, 24 mm um Umfang, und dann mache ich den auf Stufe 3 von 5, damit es nicht ganz so heiß ist für meine Haare. Meiner Meinung nach ist durch diese ganzen Sachen schon genug Hitzeschutz, und der ist auch aus Keramik. Deswegen mache ich dann keinen zusätzlichen Hitzeschutz mehr rein und los geht's. Richtig Locken machen will, so dass es auch wirklich lange hält, also bei mir hält es dann bis zu 2 bis 3 Tagen, je nachdem wie halt auch oben, kann man natürlich mit Trockenshampoo noch was machen, aber dann fange ich sogar so an, dass ich mir hier erstmal sowas abteile und wirklich den kompletten Kopf locker. Das ist aber mega viel Arbeit und es dauert auch super lange. Da müsst ihr euch echt entscheiden, wie ihr das haben wollt. Und dann locke ich immer die Haare jeweils nach, wie kann man das sagen, von außen nach innen, dass die Locke so fällt. Immer sozusagen ab der Mitte, und dann soll das sich alles, wenn man von hinten guckt, so in die Mitte zusammenlocken. Versteht ihr das? Ich hoffe doch. Und ich mache es dann wirklich in diesem Oldschool-Style, in diesem Fall, dass ich sie einklemme. Aber da muss man darauf achten, dass es wirklich bis nach unten, weil es gibt nichts Hässlicheres, als wenn dann dieser Zipfel unten noch rausguckt. Das mag ich halt gar nicht. Deswegen richtig schön bis nach unten durchfahren, dass du wirklich den kompletten Strang Haar mit eingepetzt hast in deinem Lockenpetzer. So. Wenn ihr jetzt super professionell seid, könnt ihr die Locke rausmachen und dann erstmal mit so einer Klammer so zusammenfassen und noch hochmachen, während sie auskühlt. Das ist vor allem für die Leute wichtig, bei denen sich die Locken super schnell aushängen. Die jetzt zum Beispiel eine sehr glatte Haarstruktur haben. Da werden zusätzlich Trockenshampoo ins Haar reingeben, um dem einfach noch mehr Griff zu geben. Und zudem würde ich die noch festklemmen, während sie auskühlen. Also ihr müsst es nicht so sauber arbeiten, wie ich das jetzt mache, aber so habt ihr dann auf jeden Fall am längsten was von der Locke. Boah,
boah Leute, das steht hier alles unter keinem guten Stern. Gerade hat der UBS mal geklingelt, dann war mein Cut voll und jetzt geht's weiter. Pass auf. Wo waren wir? Keine Ahnung, ich mache jetzt hier einfach weiter. Höhere Gewalt, davon lasse ich mich nicht beirren. Nicht mit mir, junge Dame, junger Herr. So. Wie gesagt, im Hintergrund streitet sich der Neo. Der Neo mit seiner Freundin. Aber wir lassen uns auch davon nicht beirren. Ach, dieses Video, das wird doch schon wieder irre. Wir sind jetzt an der anderen Seite in den letzten Zügen und deswegen habe ich euch wieder dazu geschaltet, um euch jetzt zu zeigen, wie ich das Ganze beende. Die Sache ist, ihr denkt jetzt, okay, so richtige Engelslocken. Alex, das ist genau das, was wir nicht haben wollen. Ja, ist ja auch noch nicht fertig. Ich will euch eigentlich nur zeigen, dass ich die richtig hier vorne auch in deinen so kleineren Strähnen bis ganz nach oben mache. Weil die hängen sich aus. Glaub mir, mach lieber zu viel locker als zu wenig, ganz ehrlich. Und ich habe schon Naturlocken, aber wenn man auch noch eine sehr glatte Haarstruktur hat, ciao. Hält gar nicht, warte. Also pass auf, ziehst wie gesagt immer bis nach ganz unten. Hat ja jetzt Vorführeffekt. So weit runter wie es geht, dass es noch klippt. Und bis nach ganz oben. Sieht man das überhaupt? Ich sitze hier so auf meinen Füßen. Aua! Ich übertreibe gerne mit Produkt. Dann nehme ich oft noch ein bisschen von dem, von diesem Smoothing. Teile es so richtig gut in den Händen. So. Und jetzt mache ich das erstmal so mit den Händen. Jetzt könnt ihr so richtig variieren, wie ihr die Haare haben wollt. Kommt darauf an, ob ihr die Strähnen sehr genau definiert haben wollt, ob ihr viel haben wollt, ob ihr es halt auf eine Seite mehr legen möchtet. Wollt. Jetzt habe ich natürlich noch was vergessen. Die sieht jetzt ein bisschen eklig aus, aber wichtig ist nur, dass da auch so kleine Borsten noch drin sind. Jetzt kämme ich das richtig aus, aber wichtig ist, dass es halt vorher ausgekühlt ist. Also richtig auskämmen. Wichtig ist, dass vorher ausgekühlt ist. So, jetzt zeige ich es euch nochmal von hinten. Damit ihr, also ihr seht, dass die Haare alle dann so ineinander gehen, weil ihr eben von der einen Seite so alle gedreht habt und die habt ihr alle so rumgedreht. Ist jetzt eh. Ich hoffe, es gefällt euch. Hinterlasst mir auf jeden Fall einen Kommentar. Subscribe to my channel. Folgt mir auf Snapchat, folgt mir auf Instagram. Ich heiße überall itz.alex und schaut auch auf dem Blog vorbei. Bis bald!